Man baut niemals Kapellen ohne Grund. Christian Friedrich Hebbel. Es sind die üblichen Hinweisschilder, die uns davon abhalten wollen, das Gelände zu betreten. Aber der breite Pfad durch den idyllischen Wald ist so einladend, dass wir ihn einfach beschreiten müssen. Schnell stehen wir vor dem Eingangsportal einer Kapelle, gekrönt von einem verrosteten Kreuz. Ave Crux, Spes Unica, sei gegrüßt, Kreuz, unsere einzige Hoffnung. Rechter Hand hat sich jemand einen Scherz erlaubt. Auf einem kleinen Brunnen steht eine Flasche Gatorade. Daneben ein Plüschtier in Form eines Alligators. Verstanden? Scherz beiseite, im wahrsten Sinne des Wortes. Weiter geht's durch das obligatorische Loch im Zaun auf der Suche nach einem Eingang. Währenddessen erinnern wir uns an die Worte vom Anfang. Man baut niemals Kapellen ohne Grund. Dies ist auch hier der Fall, denn die Ursprünge des gesamten Gebäudekomplexes gehen auf ein Ereignis aus dem 15. Jahrhundert zurück, als die Jungfrau Maria angeblich einer Hirtin auf einem Feld in Norditalien erschien. Daraufhin wurde allerdings nicht nur eine Kapelle errichtet, sondern auch gleichzeitig ein Priesterseminar. Beide erfüllten bis ins 19. Jahrhundert hinein ihren Zweck, doch irgendwann wurde das Seminar nicht mehr benötigt und aufgegeben. Der Komplex verfiel zusehends, die Kapelle brach zusammen, wurde aber in den 1930er Jahren im neogotischen Stil wieder aufgebaut. Und aus dem Priesterseminar wurde eine Schule mit Internat. Während wir noch immer nach einem Eingang suchen, entdecken wir auf dem Boden eine ganze Menge Spielsachen. Ob diese aus der Internatszeit stammen? Bis ins Jahr 1984 hinein fungierte das Gebäude als Schule. Doch abnehmende Schülerzahlen führten leider zu ihrer Schließung. Hoffnung keimte auf, als eine Polizeischule in die Räumlichkeiten einzog. Doch auch dieses Gastspiel war nur von kurzer Dauer. 2010 wurde ein letzter Versuch gestartet, die Gebäude zu retten. Die Idee, darin ein Altenheim zu betreiben, scheiterte aber leider am Konkurs des Investors. Eine erfolglose Versteigerung brachte die Nachnutzung schließlich komplett zum Erliegen. Noch immer steht der Gebäudekomplex zum Verkauf. Aber die Schäden, die ein großes Erdbeben im Jahr 2012 der Struktur des Bauwerks zugefügt hat, haben die Kosten für die Renovierung in fast unerschwingliche Höhen getrieben. Wenn man so viel zu erzählen hat, vergeht die Zeit wie im Flug. Und quasi unbemerkt sind wir inzwischen im Inneren angekommen. Unbestrittenes Highlight des Gebäudes ist zweifelsohne die Kapelle, vor der wir ganz am Anfang schon außen standen. Diese wollen wir uns für den Schluss aufheben und zunächst einmal die Räumlichkeiten des Priesterseminars und der Schule erkunden. Mal schauen, was davon noch übrig geblieben ist. Erst einmal geht's also die Treppen nach oben. Am Ende des langen Flurs steht eine Krankenliege. Und auch wenn es ein wenig nach Phrasenschwein klingt, der natürliche Verfall ist bei ihr besonders beeindruckend. Ebenfalls eine Erwähnung wert, die Kleiderhaken. Von Zeit zu Zeit sollte man einfach mal den Ausblick genießen. Das Zimmer direkt neben der Krankenliege war einmal ein Klassenzimmer. Und davon gibt es mehrere. Schülertoiletten dürfen natürlich auch nicht fehlen. Und sogar der Schließmechanismus funktioniert noch, obwohl ich jetzt nicht wüsste, ob das Ding besetzt ist oder nicht. Schauen wir weiter. Sesam, öffne dich. Der Speicher.
Wie fast zu erwarten, ist das Dach eingestürzt. Doch zunächst einmal wundern wir uns über die Vielzahl an Weinsteigen, gepaart mit irgendwelchem Dekomaterial. Hier wurde offensichtlich ganz schön getrunken. Zurück zum Dach. Quasi auf der ganzen Länge des Speichers ist es eingebrochen. Aber nicht nur das. Der heruntergefallene Schutt und die Kraft der Elemente haben auch die Ebenen darunter mitgerissen und zum Einstürzen gebracht. Was einst stolz auf dem höchsten Punkt des Daches thronte, rostet jetzt umgestürzt vor sich hin. Der lange Leerstand und das angesprochene Erdbeben vor einigen Jahren haben dem Gebäude sichtbar zugesetzt. Wir haben uns wieder nach unten begeben ins Erdgeschoss, wo wir jetzt der Kapelle einen Besuch abstatten wollen. Umgedrehte Kreuze, Pentagramme und die Zahl des Teufels an der Wand. Ich glaube, hier sind wir richtig. Wie man sieht, ist hier schon ganz schön gewütet worden. Meine Damen und Herren, The Blue Chapel, die blaue Kapelle. Auf einer der Bänke vorne im Altarraum finden wir ein kleines Kärtchen, das uns noch einmal an die Marienerscheinung erinnert, auf die die Gründung des Klosters zurückgeht. Nach einem kurzen Blick an die hellblaue Decke schauen wir zurück ins Kirchenschiff, wo wir auf dem Altar ein verbranntes Gebetsbuch vorfinden. Wir erinnern uns an die teuflischen Symbole an den Wänden. Hier wurden offensichtlich schon schwarze Messen abgehalten. Die himmlische Ruhe hier in der Kapelle wird jäh unterbrochen von Stimmen, die wir von außerhalb vernehmen. Sicherheitshalber gehen wir mal nach draußen, um nach dem Rechten zu sehen. Und als die Stimmen näher kommen, beschließen wir nach oben auf die Empore zu gehen, um von dort herauszufinden, wer uns bei unserer Arbeit stört. Bisher waren wir keiner Menschenseele begegnet, doch jetzt macht der Urbex-Flixbus hier Stopp. Es ist schon interessant mit anzuschauen, wie sich die Reisegäste neben und hintereinander aufreihen, um alle das gleiche Foto zu schießen. So, ich bin fertig. Weiter zum nächsten Motiv. Natürlich geben wir uns zu erkennen und holen uns die Erlaubnis ein, das Material zeigen zu dürfen. Wir nutzen die Pause, bis die Flixbus-Touristen ihre schnelle Runde gedreht haben, für ein erfrischendes Zitronengetränk. Ah.
So schnell sie gekommen waren, sind sie auch wieder weg. Und wir können uns den beiden Seitenaltären zuwenden. Fehlen noch die beiden Beichtstühle, von wo aus der Priester nach getaner Arbeit immer wieder einen tollen Blick in die blaue Kapelle hatte. Für unser großes Finale entzünden wir noch schnell ein paar Kerzen. Was jetzt kommt, soll keine Blasphemie sein, aber wir freuen uns so sehr über die gestiegenen Abonnentenzahlen, dass wir quasi auf Wolke 7 schweben. Das nächste Mal bei Paradise Lost. Nach Irrenanstalten, Friedhöfen und Kapellen kehren wir zurück zu den prunkvollen Villen. Und immer wenn man dachte, besser geht es nicht mehr, stockt einem der Atem aufs Neue. Doch diesmal hat es auch noch einen anderen Grund, denn wir sind nicht allein. Liebe Freunde der Lost Place Tapes, es ist mal wieder Zeit, Danke zu sagen, denn wir haben es tatsächlich geschafft. Die 5000 Abonnenten-Marke ist gefallen. Danke für eure Daumen, eure Kommentare und dafür, dass ihr uns hoffentlich treu bleibt. Auf die nächsten 5000 und immer schön die Augen offen halten.